Willkommen zu Shattered Electric Chest. Ach, ne, Spaß, Sonic Chronicles. Ja, oder Sonic Chronicles The Edge of Shadow. Sag das noch einmal. Ja, ihr müsst wissen, Shadow hat gerade psychische Probleme. Der ist richtig sauer auf ihn, weil er ihn als Edgelord beleidigt. Hey, das macht... okay, Shadow. Dann will ich jetzt mal was sagen. Das macht dich eigentlich auch so interessant für mich als Charakter. Das gibt der Charaktertiefe für mich. Oh. Hast du schon mal daran gedacht? Nö. Ich kann an gar nichts denken. Ich denke nur an Töten, Sonic, Katzenvideos. Ich weiß, dass du mehr kannst. Also, warte mal. Komm schon, Shadow. Shadow denkt an Katzenvideos, ach du Scheiße. Und ich dachte, du denkst auch noch zusätzlich an Maria. Ach, Maria, stimmt. Aus dem Zentralen gerutscht. Und Eggman hat sie alle mal umgebracht. Ich dachte, die haben 80 KP. Wieso hat er... Na, was vergessen, dass wir einmal Game Over gegangen sind? Ich hab den Spieler noch nicht resettet. Das läuft aktuell über Save State. Aha. Aber geh wie rein. Willst du dann... Du musst dann halt wieder hinspielen, leider Gottes. Das ist doch kein Problem. Ich meine, für die paar Tage, die ich dann weg bin, bin ich doch nicht nur dort, sondern hab wahrscheinlich auch schon Level 10. Na gut. Ah, mein altes Waffenlabor. Aber ich will ins Tiermisshandlungslabor. Da können wir auch später hingehen. Denk mal an was anderes. Jetzt abwechseln mal. Nein, du verstehst es nicht, Chris. Das Tiermisshandlungslabor ist mein einziger Lebenssinn. Mein Meisterwerk. Ich dachte, dein Lebenssinn wäre Zerstörung und Welteroberung. Nein. Das gaukel ich noch in den Spielen vor. In Wirklichkeit will ich einfach nur Tiere als Freund und misshandeln. Ich reiße noch den Barthaare ab, jeden einzelnen. Ich lass die Tiere dann knappern, so wie in Sonic Lost World. Dein Labor sieht kaputt aus. Mein Herz blutet bei diesem Anblick. Und auch wenn ich Tiere sehe und sie geraped hab. Wow, er hat doch ein Herz. Ich dachte, er hätte seins verkauft. Ja, mit seiner Seele. An die Arbeit. Okay, Tails. Los geht's! Was macht Eggman? Wir sind abgehoben. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Kontrolle übernehmen. Ah, die ist abgehoben, die fühlen sich jetzt so richtig fame auf YouTube. Nein, nicht diese Art von abgehoben Chaos Emerald. Hör auf, mir dazwischen zu reden. Nein. Und zieh mir nicht dazu, Vorfall-Breaking zu betreiben. Das ist Deadpool vorbehalten. wie dem auch sei. Sollte nicht allzu schwer sein, zur Brücke zu gelangen. Wir beurlauben den Captain und fliegen das Ding selber. Wenn du verstehst, was wir an der Beurlaubung meinen. Solltest du eigentlich Chris übernehmen? Stehst du schon wieder Texte, Chaos? Warte einen Moment. Einen Moment bitte. Nein, diesmal wird nichts kaputt gehen. Versprochen, ich habe was ganz anderes gerade vor. was hat er denn? Du warst noch nicht so oft dabei, ne? Nein. Hat man es dir noch nicht erzählt, Beck? Nein, was hat er denn? Ach. Das ist immer so. Nimm's nicht zu ernst. Okay. Aber darf ich das Boot fliegen? Bitte, bitte! Nein! Tails ruft Sonic! Sonic, bitte komm, wenn du kannst! Ja, ich höre Tails. Sonic, hier sind die krassen Checker hier von Metropolis. Wir haben die teilweise, aber wir bauen jetzt eine Waffe. Oh. Tails, du bist noch viel zu jung für Gangster-Rapper. Okay, aber wie auch immer, wir befinden uns gerade in der Luft. Eggman hat mir gesagt, ich darf das jetzt machen. Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Und übrigens, gute Arbeit, Team. Tails over. Und Eggman ist das auch nicht. Wie der immer bei so guter Laune sein kann. Tja,
Sorgen wir dafür, dass es auch so bleibt. Ja, und übrigens, das sind eigentlich den krassesten Wolkeneffekt der Menschheit. Hat da gerade jemand geklopft über mir? Ich hoffe nicht. Ich hoffe jetzt heute auch nicht zu laut hier. Guck's dir mal an. Krasser Wolkeneffekt. Schwarze Wolken, das sieht eher wie Smog aus, der gerade aus den Schiffen strömt. Speerdrohne. Nocturne Elite. Oh! Ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht über mir jemand geklopft hat. Jetzt habe ich Angst, dass ich da wieder zu laut war. Oh Gott. Und dabei ist es ja noch nicht so allzu spät. Alter Schwede. Ist vorbei. Trotz Selbstzerstörung haben sie uns nicht K.O. gehauen? Was war das denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Auf einmal haben sie ihre Kraft verloren. Ja, ja, ja! Boah, 1050, was zum Henker? Sagst du einfach 10, meine Fresse, ihr seid alle scheiße. Und Nocturns Technologie, die benötigen wir später noch. Rambock, volle Stufe. Rambock! Versteht mich nicht falsch, das muss man einfach mal sagen. Ja, aber echt. So. Ja, die fliehen einfach mal. Aber die entkommen nicht. Oder doch? Wenn wir noch weitere Fässer erwischen? Boah. Wow, knapper geht's kaum. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich bin so ein Textklauer. Und 73 Schaden. Pro Angriff. Noch dazu. Ja, reiße noch schön ein Metallstück raus. Mit deiner Angel. Da angelt nicht nur Fische oder Froggies. Weißt du, ich glaube in meinem ersten Let's Play zu Sonic Chronicles habe ich gar keinen Ferox gehabt. Gar kein was? Kein Ferox. Ich hatte keinen gehabt. Okay. Ich fühle mich ja gerade so richtig geil damit. Naja, schön zu wissen. Was macht er da? Der glitscht sich irgendwie rein. Vielleicht hat er noch irgendwas geholt. Ha, Star! Der lacht mich aus. Wie so ein Vetter. Das sind schon stärkere von denen. Übrigens, ein Face sieht aus wie Eggman. Ach so. Ja, ich muss Eggman dissen in dem Punkt. Oh yeah! Oh, er fühlt sich auch cooler. Der setzt selber Chaos Speere auf Ass Raping ein. Gottes Willen! Der hat Shadows Move geklaut! Er Ass Raped sein Leben. Also für sein Leben gern. Der bringt nur 10 EP! Na also, das Luftschiff gehört uns. Genau wie mein Geschmack! Oh Gott. Schnappen wir uns diese lachhaften Plünderer! Feiern können wir später. Ich habe so das Gefühl, der Captain hat einen stillen Alarm ausgelöst, dass die gesamte Flotte weiß, dass das Schiff gekapert haben. Ach, das hat er drin gemacht. Und ich dachte, da hat sich noch. Shit. Die zerstören den Motor. Ey! Hattest du die Eingebung oder hatte das Enterkommando da auf die Sprünge geholfen? Wir müssen die Enterkommandos besiegen, bevor sie das Schiff zum Absturz bringen. Schnell! Ich kann mir nichts Angenehmeres vorstellen. Na dann, let's go. Oh ne, zu spät. Sie haben das Schiff schon für zu Ende gereaped. Nein! Und unsere wichtigste Waffe im Flotte nie ab! Ich habe einen Plan! Tiz! Tiz! Bitte komm, over!
Ja, hier ist der Checker Tails am Start. Tails, hör auf mit dem Gangster-Rapper. Das ist lahm. Unser Hauptaufruhr ist hinüber. An der Blitzeflotte kommen und wirklich vorbei. Wir brauchen Bodenunterstützung. Over. Ja, gib mal eine Minute, dann kommt ein Laser hoch. Yo. Tails, das ist schwul. Hör auf. Und beeilt euch endlich. Ja, sag richtig, du Death-Raper. Wow. So, das hat recht. Ich habe unsere Strahlenkanone an diesen alten Intel Skylake-Prozessor hier angeschlossen. Wow, Skylake ist alt, Leute. Mindestens 10 Jahre alt. Intel hat uns verarscht. Ich wollte gerade Nintendo sagen. Na nee, zuvor hat die Welt seine mächtige Waffe gesehen mit dem beschissensten Prozessor der Menschheit. Hey Eggman, oh yeah, wir müssen Sonic helfen. Ja, schon wieder. Und Eggman rappt schon wieder. Siehst du diesen Roboter dort? Oh, okay. Den hat er bestimmt schon gewaped in der Zeit. Ja, sie kommt nicht an der Luftschiffsflotte vorbei. Wir müssen die feindlichen Schiffe von hier wegschießen. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass diese Gehirn amputiert sind. Irgendwie muss man doch alles selber machen. Ja, wie immer habe ich eine wunderbare Lösung parat. Raven? Nein. Denn bevor ich meine Stadt nicht zerstört wurde, habe ich im Süden von Metropolis eine riesige Luftabwehrkanone gebaut. Und das während du in Trümmern warst. Natürlich habe ich nie die Gelegenheit, sie zu benutzen. Aber ich weiß, dass wir sie noch nicht entdeckt haben, obwohl sie so riesig ist. Da können wir damit Sonic retten, jo? Ja, die Kanone ist nicht, wie war das so gleich, nicht tödlich, aber die Schiffe können wir damit vom Himmel holen. Wir sollten das Spiel speichern. Tails, das bringt uns gerade selber nichts. Ich habe mir selber verbockt, das kann ich mir jetzt echt also nicht mehr leisten. Nö, garantiert nicht. Und die Wand hat mich verarscht. Das war Wand. Unsichtbare Wand FTW. Wandraping. Ja. Hey, irgendjemand soll einen Kommentar aufziehen, wie oft das Wort Rape in diesem Let's Play fällt. Okay? Okay. Das können wir machen. Jetzt möchte ich mal sehen, wie Eggman es geschafft hat, sie zu töten, obwohl sie weniger als 80 KP Schaden zugefügt bekommen haben. Ah, sie leben doch noch. Wie war das denn vorher möglich? Weil es hat noch über 80 KP. Keine Ahnung, fragt das Spiel, nicht mich. Jetzt kommt Omega. Ja. Ich hab gehört, jetzt steht der Feuer. Hier ist er das. Feuer für euch. Feuer, Feuer, Baby. Feuer, Feuer in the ass. So, Medibot volle Stufe. Auf jeden Fall. Na dann, los Shadow. Zeig, was in dir steckt. Ja, der Highspeed Inline Skater. Naja, der Satz mit was in dir steckt, da denkt Pepper sagt immer was anderes. Da hat er immer einen ganz anderen Satz damit rausgehauen. Ich will sie mir ja auch sagen, ich glaube, dann denken einige, oh Gott. Ja. Wieso lädst du dich da auf? Du hättest dann ruhig, also. Nö. Ich bin zu cool dafür. Du hättest dich hier schon aufladen können, mein Gott. Jetzt hast du es verschwendet. Ich bin die Obercoolness, ich mach das nicht. Achso, du gehst dann. Achso, du musst einen anderen Weg. Ja, ich versteh schon. Wir verstehen uns. Nur von der Seite aus kommst du hin. Das stimmt schon. Aber es fehlen noch einige Ringe und Schau-Eier. Kriegen wir sie auf den Weg? Das ist die Frage. Ja, kriegen wir. Ah, da sind sie. Da liegt das ganze Zeug rum. Da ist ein Roboter im Rape-Modus. Okay. Da haben wir keinen Bock dieses Mal. Ja.
Eggman so wie ein Pedo herumläuft. Ja, er guckt so episch. Ich kann es ihm nicht oft genug sagen, so wie er rumläuft, das sieht einfach nur pädophil aus. So. Was? Warte, halt. Jetzt darf ich es nicht vergessen. Jetzt darf ich es wirklich nicht vergessen. Aber dann, während des Speicherstandes, da ist doch ein weiterer Ferox dazugekommen, oder? Nee, der kam danach. Wenn irgendein Teammitglied nicht im Team ist, kann man trotzdem den Chow dann noch ablegen und jemand anderen. Kann man. Halt, da fehlt noch das Chow ein. Das kommt noch später. Meine geliebte Kanone, du bist am Leben. Oh, die Kanone ist ein Lebewesen. Danke für die Info. Das wusste ich auch noch nicht. Wir müssen uns beeilen. Moment. Ich erinnere mich an etwas. Oh Gott, der Vape Protector. Ja, stimmt. Ich habe einen Hüter zum Schutz der Kanone hier gelassen, weil sie irgendwer anders den Vapen möchte. Ich erstaune mich manchmal echt selbst. Keine Zeit, den Hüter zu aktivieren. Wir müssen ihn bekämpfen. Sehr schade. Oh Gott. Eggman, du hättest auch vielleicht daran denken können, dass er, oh, ich weiß nicht, nur auf deinen Befehl den Angriff einstellt? Hä? Nö. Warte mal. Ich will es jetzt ausprobieren. Sabotage. Die anderen. Könnte funktionieren, weil der ist ja kein richtiger Boss, oder? Das ist der Boss. Ich weiß ja, ob es klappt. Und dank Ferox. Na dann. Schrauben sie mal ein bisschen rum. Und es klappt! Oh mein Gott! Das ist so unfair. Oh damn. Ich hab den Hyper umgebracht. Er konnte dir mir zeigen, was er kann. Oh damn, das war. Das ist doch krass! Funktioniert aber nur bei Robotern, ne? No. Du kannst keine Nocturne damit raven. Ich hätte wohl, du kannst einen Nocturne das machen. Ja. Es geht schon wieder los. Und jetzt wurde er mit seinem Schraubendildo erledigt. Puh, das war wirklich hart. Man wird leider nicht jünger. Ansonsten würde das auch jünger werden. Nein! Müsst ihr keine in den Gang kriegen und den Himmel für Sonic frei machen. Mach doch geil den Himmel nackt. Dann hast du die Antwort. Barum, barum, barum. Da schießt sie los. Piu, piu, piu. Warum was macht die Kanone da auf der Insel? Ja, baut eine Kanone auf der Insel. Ist ja nichts Besonderes. Und der Wolkeneffekt ist immer noch episch. Ist das ein Spielefehler? Das werden wir weiter raus. Warte. Auch wenn ich das nicht gerne zweimal mache, das muss jetzt kurz mal ich hören. Ja. Ich werde mich jetzt selber beseitigen. Nein! Du hast doch so viel zu leben! Siehst du, jetzt bist du tot. Tschüss. Bin wieder da. Nun, ich hoffe, du lässt dir nicht irgendwann mal einfallen, Suizid zu begeben, okay? Okay, beim nächsten Mal spring ich aus dem Fenster. Nein, ich wollte dich nicht auf diese Idee bringen. Tu das nicht. Du hast noch viel zu viel zu erleben. Ich will jetzt noch viel zu viele Let's Plays zu machen. Ich wollte merken, dass ich sterbe nicht. Bitte, tu dir nicht weh. Ich bin schon so oft da rausgehobt. Okay, also wenn es in untersten Stockwerk ist, dann passt es schon. Na, wie auch immer. Da schafft man ja schon die ganze Flotten vorbei und da wird man auf Einzelschleien von einer Kanone in die geschossen. Ja, Pech gehabt. So ist das Leben. Weil du Pech bist. Und es wird wieder mehr Regen geben.
Hey, Sonic! Alles in Ordnung, Mann! Mir wird's noch besser gehen, wenn du endlich die Gangstersprache abstellst, mein Gott! Tails, deine Mutter wird sich bestimmt nicht darüber freuen, dich so zu hören. In diesem Alter schon. Aber du hast in der Bresche in die Luftflotte geschossen, aber auf Angel Island befand sich eine Kanone. Was? Was ist das da? Oh, ach du Heilige! Ach du liebe Güte! Nahe dran, Tails. Und schon gut. Uns geht's gut. Ich will dir nicht die Stimme vermiesen, aber sieh mal da drüben, welcher geile Typ da oben ist. Wie? Wär's geil. Wär's geil. Zeig her. Oh, das sieht richtig geil aus. OMG. Der neue Freund von Eggman. Nee. Die sind sich auch gegenseitig verfeindet. Nee. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube, Eggman steht auf den. Aber ich glaube, Eggman mag ihn nicht. Ich glaube, er mag Eggman nicht. Wer weiß. Also, die streiten sich wahrscheinlich beide darum, wer der bessere Raper ist. Hm? Tails, komm jetzt hoch. Ja, ist da. It's over, yo. Tails. Also erinnere mich daran, in die Ohren lang zu ziehen, wenn wieder hochkommt. Also, gehen wir. Was in aller Welt tust du? Wir gehen auch alle drauf. Tja, wir wollen Suizid begehen. Checkst du es nicht, Knuckles, oder bist du so dumm? Wir können sie zwar nicht allein schlagen, aber wir können sie, können TSZ verschaffen. Ja, Tails, der im Gangster-Style. Der kann, da kann er sich gleich bei Team Skull anmelden. Ich wette, die suchen noch Bewerber. Stimmt. Ey, wenn da jetzt ein Fanart kommt mit Tails im Team Skull Outfit. OMG. Oh ja, komm bei Team Skull, yo! Die Vorstellung alleine. Und er hat mich gerappt. Ist das eine verkleinerte Version von dem Boss vorhin? Nö, eine normale. Jetzt werden wir müssen ihn mal kurz erst rapen. Ach je. Wir sind drauf, was? Wir sind gut. Mhm. Das ist das beste Let's Play Deutschlands. Wir werden LPM zu 100% übertreffen. Ja. In Witzigkeit, nur schade, dass wir Unterhaltung. Das nur schade, dass wir es das nicht monetarisieren. Es kommt Bix. Aber ich wüsste zu gerne, ob es auch mal Platz kommt, ob wir auch mal Zeit und Platz haben werden für ein LP Together irgendwann mal. LP Together, aber was könnte man zusammenspielen? Das können wir mal überlegen. Muss man mal gucken, dass jeder abwechselnd einen eigenen Part hat und den Spielstand von anderen hernimmt. Das können wir machen. Mal gucken. Naja, wir werden dann schon Spiele finden. Was wir noch alles noch nicht gespielt haben. Ich habe noch so einiges in Pokémon noch nicht gespielt. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe das. Die News über Mario Bros. DS habe ich auch noch nicht gespielt. Also als Display meine ich. Okay, wir fliehen. Wir fliehen vor unserem Schöpfer. Und wow. Beck springt wie so ein Meister. Ja, trotz seiner Größe und seines Gewichts. Hm. Ich glaube fast, er hat ein bisschen Nachhilfe bei Super Mario genommen. Ich meine, er war ja bei den Olympischen Spielen, mit dabei, aber nicht als Teilnehmer. Weil ich meine, Mario hat auch irgendein Geheimnis entdeckt, wie er trotz Übergewicht oder leichten Übergewicht extrem akrobatisch sein kann. Hm. Ich weiß auch, warum er so fett ist. Zu viele Pizza und Spaghetti. Nee, Magic Mushrooms. Nee, das ruft LSD vor. Da müsst
Ja, weil ich wollte gerade sagen, da müssten auch Peach und Luigi dicker sein. Die nehmen sich auch diese Magic Mushrooms. Nee, nicht die Magic Mushrooms, das sind spezielle Mushrooms, nicht für die normalen. Die sorgen für LSD. Naja, weil, naja, Wario ist auch ziemlich akrobatisch und er ist noch dicker und schwerer, weil ich meine, seine 1,20 Meter Größe wiegt er über 100 Kilo. Also eindeutig extrem schwer. Extrem viel Fett und Muskeln und trotzdem ist er auch ganz schön akrobatisch geschickt und recht flink unterwegs. Wenn man an Wario Land 4 zum Beispiel denkt, der läuft ja schon fast so schnell wie Sonic. Mario und Sonic. Oh ja. Bitte Sega und Nintendo, macht mal ein richtiges Jump'n'Run daraus und nicht bloß wieder so ein Sportspieleveranstaltung. So eine so Sportspielveranstaltung für olympischen Olympiagedöns. Weil ich muss sagen, die letzte Großkonsolenversion hat mich mehr als nur enttäuscht. Die 3DS-Fassung war okay und gut. Vor allem, dass auch der eigene Karte diesmal die Hauptrolle gespielt hat. In letzter Zeit gibt es wirklich viele Spiele, wo die OCs jetzt in letzter Zeit Hauptrolle spielen dürfen. Ich sag nur, bestes Paradebeispiel Dragon Ball Xenoverse und Dragon Ball Fusion und jetzt auch Mario und Sonic 5 auf den 3DS. Willst du Dragon Ball Fusion mal bringen? Ich denke mal eher nicht, weil das Konzept sagt mir nicht so wirklich zu. Vielleicht irgendwann mal, aber aktuell sage ich mal nein, wegen zu vieler Projekte. Ich glaube, das ist eins der Projekte, die ich wirklich mal so richtig regelrecht passiere. Genauso wie Yooka-Laylee. Ich würde einfach mal sagen, ich mache hier an der Stelle Part Ende. Ja. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Falls irgendwelche Anzeigen anders sind als beim letzten Part, da, also diesem Part, dann könnte sein, dass ich wahrscheinlich das ganze Spiel neu gestartet habe, habe den Stand wieder aufgeholt, kein Game Over mehr und habe wahrscheinlich schon mehr XP. Als vorher, ja. Kann passieren. Also, wie immer Bewertung und Kommentar da lassen, wir sehen uns wieder. Also, Wiedersehen, tschüss Leute. Und Emerald Control. Okay.